Einen wunderschönen guten Morgen. Das zweite Mal auf YouTube. Ich bin ja mal gespannt, wie gut das klappt. Ob ich es jetzt selber finde. Ich möchte. Ah, da ist es. Philipp Jordan Livestream. Unglaublich. Es funktioniert. Livestream offline. Wartet kurz. Nee. Geht jetzt etwa wieder was schief? Ich mach mal den Restart. Müsste aber gehen. Warum geht's nicht? Eine seltsame Sache. Zwei Waiting. Warum möchte ich den Stream starten? Natürlich möchte ich den Stream starten. Warum geht das nicht? Ich gehe mal hier auf meinen Kanal. Live now, sagt er. Aber ich sehe da nichts. Seht ihr mich, hört ihr mich? Warum sagt der Stream offline? Womit hat es zu tun? Ach, ist das nervig. Ah! Hey! Da bin ich. Kurz gucken. Guten Morgen, liebe Menschen. Es freut mich, dass ihr da seid. Es dauert immer kurz. Es hatte auch einen guten Vorsprung von einer halben Minute oder sowas. Aber jetzt bin ich da. Es ist mehr, es ist schon ein halber Teststream, aber das muss ja nichts heißen. Ich gehe jetzt mal. Da kommt jetzt echt was sehr viel Älteres. Ich hoffe. Ich glaube, ich habe inzwischen schon wieder gestoppt gehabt. Das, was ich da sehe. Doch, das müsste das Richtige sein. Ich darf den Stream nicht komplett zuballern mit so einer Kacke. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal Werbung für diesen wunderschönen Stream. Warum auch nicht? Ja, jetzt geht's alles. Und jetzt gehe ich auf Facebook. Entschuldigung, es geht gleich los. Ich zeichne, ich habe einen kleinen Zeichenauftrag, bei dem ihr mich begleiten könntet. No. So. Und los geht's. So. Live on YouTube. Dann Teddy's in Space. Auch. Muss ja überall. Ich muss jetzt kurz die Runde machen. Es tut mir leid. Ich weiß den Link vorher nicht. Ich frage mich, ob der Link immer gleich ist. Vielleicht habt ihr dazu ja was Schlaues zu sagen. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden, der selber auf YouTube live streamt. Soll es ja geben. Das ist mein zweites Mal. Weil mein Twitch mit meinem Rechner oder meinem OBS Faxen macht. Und zwar immer. Und so, dass es irgendwann echt keinen Spaß mehr bringt. Jetzt gucken wir mal, was bei Happy Day los ist. Ach, Kacke. Ich meinte natürlich... Ach, Kinders. Was soll das denn? Happy Day Podcast heißt die. Oh! Ich muss mal, glaube ich, jetzt kann ich nicht mehr deine Nachricht anhören, lieber Steven, weil dann hört sie jeder. So habe ich das hier eingestellt. Von daher, ich bin YouTube
live. Jetzt. Und dann nochmal den Dinger. Und das zuletzt, es tut mir leid, ich muss noch in einem Forum was schreiben. Und dann, liebe Kinder, suche ich uns noch ein hübsches Musikchen aus. Und muss ich hier den richtigen Thread finden. Rob Boss goes Twitch. Antworten. YouTube live jetzt. Kabam. Nee. So. So, jetzt, liebe Kinder, hat jemand schon einen Kommentar geschrieben? Es gucken drei Leute, das ist doch immerhin was. Hallo, drei Leute. So am frühen, späten, mittleren Vormittag. Wir sind eigentlich mitten im Vormittag. Wir sind nicht morgens, wir sind nicht mittags. Es ist auch völlig obsolet zu sagen, guten Morgen. Nein, es bleibt so. Hallo, super, dass du jetzt hier streamen, Deep Red Sheep streamst. Ja, genau, noch eine feine Musiker. Was mache ich denn mal? License Free Chill Music. Guck. So. Ihr müsst mir sagen, wenn die Musik zu laut ist. Es geht auf jeden Fall jetzt los. Und zwar, ich muss... ich muss überhaupt nicht. So ein kleiner Deal und es ist auch nichts wahnsinnig Ernsthaftes. Also übrigens, Steven, falls du zuguckst und du hast noch irgendwelche Messages und sagst, nein, nicht sagen, erzähl das nicht und so weiter, dann solltest du... Ey, ich möchte zumindest meine Puppen im Hintergrund beleuchten. Dann solltest du mir das einfach schreiben, weil gucken, du faule Sau übrigens. Choking Hazard, cooler YouTube-Channel, gerade für Leute, die so Puppen sammeln. Habe ich auch schon einige Sachen jetzt durchentdeckt, ist ein bisschen aus dem Dunstkreis von Radio Nukula, wem auch immer das was sagt. Ich mache mal die Musik leiser, das ist ja unglaublich laut. Weiß nicht, ob ihr sie so laut hört, aber... und die haben ein Logo. Jetzt überlege ich, ob ich euch das Logo zeigen soll. Ah, nichts einfacher als das, wenn man faul ist. Oh, jetzt kann ich sogar doch vielleicht mit dem Sprachbericht hier anhören. Gucken. Sag auch ruhig mal an, wenn du das Ganze starten möchtest. Und dann promote ich das natürlich ein bisschen. Also, ich zeige euch jetzt mal kurz das Logo, das alte oder das aktuelle. Ich weiß auch nicht, ob ich das neue will, einfach mal so, dass ich einen Shot. Das ist es. Es ist basiert auf diesem Männchen, was meines Erachtens, sie nennt es, er hat es Zwiebelkopf genannt, was meines Erachtens einfach ein kleines Kind mit einer Locke darstellen soll. Und das am Ersticken ist. Und ich scribble jetzt einfach mal los, weil... ich selber, oder muss ich auf jeden Fall mal, warte kurz, ein bisschen heller machen. Ich habe übrigens den abgefahrensten, guck mal. Es ist so scheiße. Ich hasse. Ich habe inzwischen echt eine Hate-Relationship mit Spitzern. Und der hier hat aber angeblich so ein spezielles Säuberungskläppchen. Jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt besser geht. Und dann werde ich nämlich erstmal so klassisch scribbeln.
Das fühlt sich. Ja. So, die Kamera mache ich jetzt mal heller. Ah, schaut an, schaut an. Schaut an, schaut an. Also, was ich machen muss, ist eigentlich einen Jungen, der nach Atem ringt. Ist die Frage, der sich verschluckt hat. Der sich an etwas verschluckt hat. So. Also ich mache im Gegensatz zu dem, was die da haben, mache ich die Augen besonders groß. Und ich glaube, ich mache auch die Backen dick. Ich bin ja wie gesagt noch in der Scribble-Phase, da kann man auch gerne mal. Ich muss mal kurz hier gucken, ob ich ein bisschen. Nee. Nicht sicher. Was sagt ihr? Soll er? Ich habe leider nur noch 2 Minuten Pause, wollte nur kurz Hallo sagen. Hallo Fuzzi! Und nein, ich bin kein Fanboy, nur streamen die anderen Maniacs nicht. Also viel Spaß noch, ich muss jetzt gleich arbeiten. Du geile Sau, sagt Anthony. Ja, das weiß ich doch, Anthony. Wir wissen doch beide, dass ich eine sehr geile Sau bin, oder? Dachte ich zumindest immer. Du bist ja auch eine geile Sau. Hey, du bist mir übrigens immer noch einen Auftritt im Happy Day Podcast schuldig. Also bist du überhaupt nichts schuldig natürlich, aber du hast einmal in so kurzer Zeit im Chat so viele extrem gute Geschichten angeteasert, die du mit dem Roman erlebt hast, die er. Es wird es echt schwierig, so jemanden, der nach Atem ringt, zu machen, zu malen. Anthony hat mir ein Foto geschickt. Jetzt bekugelt er mich aber auf. Mann, ich will hier. Es ist alles Kacke gerade. Warum? Ja. Wie kommst du? Was ist das für eine App? Die muss ich haben. Ich kann es euch. Er hat mir gerade ein Foto geschickt. Passt auf, Kinnas. Boah, hey, und ich habe auch nie glatte Haare gehabt, deswegen ist das für mich doppelt weird. So, es wird ein Kind, sprich, es darf einen fetten Kopf haben. Kinder zu malen ist übrigens, also Kleinkinder zu malen, ist übrigens echt was Schweres, weil die Kleinkinder, sobald man einen Strich zu viel macht, sieht es aus wie ein alter Mann, wie ein Opa mit Glatze. Mal gucken, was hier auf YouTube. Ich muss eigentlich YouTube hier. Bitte schreibt mich jetzt nicht nebenbei, eben später noch schon. Ich zeichne selber mit Bleistifte. Bis später. Du zeichnest selber mit Bleistifte? Nicht mit Bleistiften vielleicht? Ach, was bin ich ein Arschloch. Aber egal.
talking to yourself. Subvocal conversation. The constant chit-chat of symbols and images of words inside your skull. Now, if you do that all the time, you'll find... Ich muss mal gucken, was ich mit dem Mund mache. Kinas, schreib mich doch nicht die ganze Zeit an. Anthony, schreib mich doch auf, schreib mir doch bei YouTube rein. Geil. Was ist das für eine App? Ich brauche die auch. Oh Gott, rechts, das könnte ich sein. Doch, die habe ich selber mal gehabt, glaube ich, diese App. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, Anthony, wie wir wissen. Und deswegen will ich dir den Spaß auch nicht verderben. Also das mache ich ganz klassisch mit einem 08er Stift. Achso, nee, ich muss ja erstmal hier das Wichtigste noch machen. Scheiße. Ja, wie mache ich es jetzt? Comic oder? Ich glaube, ich mache es Comic. Nee. Greift ja um den Hals. Ergo sollte der Hals praktisch so sein. Ergo sollte ich es eher so machen. Und, naja, wohl. Auch nicht ganz so. Normalerweise bin ich gar nicht so der Radierer-Typ. Aber in so einem Fall. Ich finde, es darf ruhig ein bisschen crazy Philipp-Style sein mit runden Armen und so. Und ja. Jo, na, mach ich's vielleicht doch mit einem Pinselstift? Ich hab irgendwie, bin ich gerade unschlüssig.
kurz mal gucken, wer noch online ist. Wieso nicht bei Twitch? Weil, wie komme ich zu meiner ungewöhnlichen Stifthaltung? Ich habe das immer gemacht so. Irgendwie habe ich halt nicht aufgepasst in der Schule, als erklärt wurde, wie man einen Stift hält. Und so ist es gekommen. Wieso nicht bei Twitch? Twitch, wir haben alles gemacht gestern mit meinem Partner in Crime sozusagen, dem Simon. Haben wir alle Einstellungen. Ich habe mir einen neuen Router gekauft für 150 Euro. Mein Modem hat dann den gebridged und ich habe zweimal einen IT-Fachmann von kommen lassen und alles. Bis wir gemerkt haben, es ist auch nicht das OBS, es ist nicht mein Rechner. Es ist irgendwie zwischen meinem OBS und Twitch hängt's. Und da, ja, immer nur so, bringt's keinen Spaß. Aber was ich machen werde, was ich mit dem Simon einrichten werde, ist, dass ihr ganz normal mich bei Twitch seht, dass nämlich das doppelt gestreamt wird und dann könnt ihr auch ganz normal abonnieren, spenden, Kommentare schreiben. Wie jetzt auch, nur sieht man sie dann halt im Filmchen. So. Aber ich glaube ja, dass es auch viele Leute gibt, die zumindest dadurch, dass Twitch jetzt dazukommt, endlich mal die Streams gucken. Weil bei Twitch muss man sich ja doch anmelden und alles. Und es gibt genügend Leute, die das dann schon nicht geil finden. Und bei YouTube können sie direkt draufklicken. Das ist eine Sache, die ist denen bekannt. Von daher... Hier kennt man die ja überhaupt nicht. Was kennt man überhaupt nicht? Twitch kennt man überhaupt nicht. Man kennt hier überhaupt nicht die Namen der Zuschauer. Ich kenne sie auch noch nicht. Viele haben hier einen anderen Namen als auf Twitch. Aber demnächst ist es wie gesagt so, da könnt ihr euch selber aussuchen, wo ihr zuguckt und wo ihr Kommentare schreibt. Ich habe dann alles im Auge. Beziehungsweise der Simon hat alles im Auge.
Ich fühle mich zum ersten Mal seit Wochen heute körperlich gut und dass ich auch Bock habe, wieder mit dem Laufen anzufangen. Ich weiß, das hat jetzt gerade gar nichts mit diesem Stream zu tun, aber ich nehme mir die Freiheit raus, ab und zu hier sowas zu sagen, was mal gar nichts mit Zeichnen zu tun hat. Sozusagen eine persönliche Note. Ja, ich finde, der sieht doch schon so aus, als würde er um Luft ringen. Ja, diese Unstetigkeit dieses Pinselstifts total. Also, dass man, dass er, das mache ich nämlich inzwischen, wenn ich mit einem Feinliner mal und dann hat man halt eine Strichdicke und dann gehe ich gerne nochmal rein und früher hätte ich dann so schön verjüngt und so die Linien und dicker gemacht bei Kurven und so. Und ich mag aber auch inzwischen die unsaubere Linie viel mehr. Also die ein bisschen dirty ist. Nicht so Disney, sondern mehr, wie soll ich sagen, Beavis and Butthead ist immer ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass Perfektion nicht immer geil ist, sondern eigentlich auch die Hässlichkeit, das Imperfekte, etwas Schönes hat, finde ich. So. Na, ich finde, der ist doch schon ganz gut. Also zumindest ist es das, was ich im Kopf hatte, als man. Oh, ganz wichtig. Genau. Die werden natürlich dann später rot, aber ich will doch zumindest diese lebend-tote Wichtigkeit, also dass das dem hier richtig so nicht gut geht. Und jetzt so ein paar kleine Akzente mit einer etwas dünneren Strichdicke. Und ich bin happy. Ich glaube auch im Hintergrund sollte ich nichts Schwarzes machen, oder? Also, dass ich das hier schwarz mache. Dann verliere ich nämlich erstens, ich überlege gerade, das Original Choking Hazard, also das von nicht von der Show, sondern von ja, das ist so. Also von daher, finde ich, habe ich hier ganz gut delivered. Gucken. Es ist übrigens wie ein Menschentest. Ich habe heute Morgen, ich dachte eigentlich, ich war laufen und habe gedacht, es ist gut, wenn man auf der Fatboys Run Seite, ich mache hier gleich weiter, wenn man auf der Fatboys Run Facebook Seite, wenn man sich oft unterhält mit den Leuten und irgendein Thema findet und das nicht immer nur, wenn wir eine neue Folge haben, sondern wenn man irgendeinen Artikel gefunden hat oder irgendwas, dass man den verlinkt. Das war meine Idee. Hört ihr eigentlich die Musik einigermaßen? Hört ihr die genauso laut wie ich? Weil ich höre sie sehr laut. Achso, ich kann die natürlich auch. Oh, nee.
Und da habe ich geschrieben, weil ich gerade, ich habe nach meinem langen Lauf im Sommer, habe ich eine längere Pause gemacht. Also als ich da 2 Wochen jeden Tag gelaufen bin. Und zu lange. Eindeutig. Mitte November habe ich die ganze Sache wieder richtig angegangen. Ich bin zwar ab und zu mal einen Zehner gelaufen, aber... Und im Dezember bin ich jeden Tag gelaufen, bin meine 200 Kilometer gelaufen, war also wieder da. Und dann hat es mich am 1. Januar, kebam, umgeballert. Und eigentlich wollte ich so ein bisschen, wer sitzt noch in einem Laufloch, redet drüber, eine Runde Mitleid für alle und so. Und ich bekomme sehr viele dabei, die so selber schuld, wer Pause macht, womit sie recht haben faktisch. Allerdings hätte man mir das im November, als ich Anlaufschwierigkeiten mit meinem Streak hatte, da hätte es mehr Sinn gemacht zu sagen, ja, selber schuld. Weil für diesen zweiten Klatscher, und das habe ich dann auch angemerkt, und dann gesagt, ja, aber beim zweiten Klatscher hätte es dich nicht so umgehauen, wenn du vorher durchgelaufen wärst, womit er auch recht hat. Aber es ist halt nicht das, was man, also das weiß man ja selber. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Posting gar nicht gemacht, weil ich dachte, oh, bitte sagt alle, auch armer Philipp. Darum geht es mir doch nicht. Mir geht es doch darum, ein nettes Gespräch mit Gleichen zu haben. Erfahrungsaustausch. Gegenseitiges Wundenlecken, finde ich, ist vielleicht noch besser umschrieben, was ich wollte. Und ich wollte vor allem andere Geschichten hören von anderen Leuten, die vielleicht eine Verletzung oder sowas hinter sich hatten. Damit man sich gegenseitig, das ist auch ein gutes Thema, Wiedereinstieg ins Laufen. Aber gut, hat nicht funktioniert. Warum schreibt denn niemand mehr was in die Comments? 16 Leute gucken zu, das freut mich sehr. Die Frage ist, ob ich jetzt das... Ich mache gleich noch Schatten. Das mache ich noch mit euch. Mit euch dabei. Aber jetzt werde ich erstmal den Ratzefummel auspacken. Ich hoffe, dass das schon richtig trocken ist. Ich mache ganz, ganz leicht. Ratzefummel ich. Es gibt nichts Schlimmeres als diese beschissenen, wenn es die Farbe so zerhaut und so Bremsspuren praktisch auf dem Blatt sind, weil die muss man dann in Photoshop in viel mühsamer Kleinarbeit entfernen, worauf ich nie so richtig Bock habe. Das meine ich hier. Ah ne, das war noch Bleistift, der da unten drunter war. Ah, ich kann hier schon gut feste drüber gehen. Ist nämlich auch super nervig, wenn man was in Photoshop koloriert und man macht es nicht händisch, also mit der Maus alles einkolorieren, sondern mit dem magischen Zauberstab, dann kann Bleistift teilweise extrem störend sein, wenn man dann irgendwo was vergisst. Deswegen lieber gut radieren. Gut radiert ist nur zur Hälfte retuschiert oder so. Es ist. Ach, egal. So. Ich muss gleich mal meinen Post editen, dass ich keine Runde Mitleid brauche. Ich glaube, ich schreibe das jetzt. Ich schreibe das jetzt dazu. Edit. Da hat sich noch ein bisschen Ratzefummel verdingst. Ich zeige übrigens gleich mal, ich bin übrigens gerade... Also ich möchte übrigens mal was zu diesem Choking Hazard Format sagen. Ich bin ja eigentlich kein Sammler. Und ich würde mich immer noch nicht als Sammler bezeichnen. Aber ich bin inzwischen doch, wie man im Hintergrund sieht, auf den Geschmack gekommen. Es hat angefangen mit Pops, die hier unten. Da habe ich auch ein bisschen sowas wie
wie eine Sammlung. Ich guck mal kurz, ob ich für euch die Kamera kurz falsche Kamera, ob ich die Kamera für euch näher dahin machen kann. Ja, guckt. Ich gehe mal ganz zur Seite. Also, ihr seht, hier sind zum Beispiel meine Horror-Funko-Pops. Und da sammle ich schon. Also zum Beispiel für den hier habe ich schon etwas mehr bezahlt. Und für den hier. Der ist auch mehr wert. Und da sind dann so Filmsachen. Damit mit, es hat übrigens mit denen hier angefangen. Die beiden haben den ganzen Scheiß angefangen. Das ist Marty McFly und der Doc. Und ja, und damit hat das Übel, nahm das Übel seinen Lauf. Inzwischen, da oben sind auch noch welche, habe ich recht viele davon. Aber was mich so richtig flasht gerade, ist das, was ihr da, da seht. Nämlich diese ganzen total skurrilen 80er Jahre mäßigen Alien und He-Man und also Alien meine ich wirklich Aliens, also so Menschen vom Mars oder so, wie man sie die sich damals vorgestellt hat. Ich pass auf, ich zeige euch mal eins kurz. Also, das ist doch das Abgefahrenste, was es gibt auf der Welt. Also erstmal mache ich jetzt die Kamera wieder normal. Aber Interpretation. Cool, das freut mich. Warte, jetzt. Schaut euch doch mal bitte diese Figur an. Wie geil sieht die aus? Der Typ hat hellblaue Haare. Ich muss das mal wegmachen. Gelbe Augen und grüne Haut. Also er ist eindeutig nicht irdischer Abstammung. Trotzdem. Oh geil, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Er kann den Kopf auch nicht, er kann ihn so richtig, also da ist so ein interessantes Gelenk. Auf jeden Fall, er ist nicht irdischer Abstammung und trotzdem hat er, um auf dem Planeten zu leben, scheinbar so einen ziemlich irdischen Marsanzug. Warum eigentlich, ja? Wenn auf dem Mond und anderen die Schwerkraft nicht so hoch ist, sprich, die Belastung auf den Gelenken nicht so groß ist. Warum haben die dann so Buffalo-mäßige Schuhe an mit extra viel Polster? Aber cool. Ist der nicht cool? Das sind so Sachen, die ich einfach mag. Ich weiß, der ist von Fisher-Price. Ich glaube, dass er von dieser Raumfahrt-Serie ist, von denen ich damals auch von meinen Cousins aus den USA so ein Space Shuttle mit so zwei Astronauten, diesen ähnlichen Anzug. Die habe ich da jetzt inzwischen auch wieder in so einem ganzen Ladung gekauft. Und den hatte ich aber nicht, dieses Alien-Ding. Und das finde ich einfach eine geile Figur. Und sowas wird heute auch keiner mehr machen. Also, glaube ich zumindest. Es ist einfach eine. So, allein schon die Frisur ist so geil, dass man sieht, dass es irgendwann 70er, 80er ist mit den dicken Koteletten und diesem Scheitel. Und damals hatte man noch den Mut zu einer gewissen Hässlichkeit, finde ich, falls ihr wisst, was ich meine. Aber ich kann euch noch eine zeigen. Eine zeige ich euch noch. Das hat natürlich gar nichts mit Zeichnen zu tun. Aber morgen Abend. Am Mittwoch, den 24. Ist auf Rocket Beans TV, ob nun auf YouTube oder Twitch oder wo auch immer ihr das guckt, ist Rob Boss. Schaut euch das bitte an. Ist das geil oder ist das geil? Ich glaube, ja, dass man hier sowas wie so ein, ich gab es früher so Schnüre wie so ein Kabelbinder, so reinmachen kann. Und wenn man das gemacht hat, dass wahrscheinlich die Augen dieses Wespenviechs. Da sind die Haare des Vorbesitzers drin. Dieses Viechs zum Leuchten bekommen hat. Aber ich meine, wer guckt euch das bitte an? Was ist das für ein geil, ekelhaftes Viech? Irgendwo zwischen Wespe und Vogel. Also, und trotzdem dicke Muckis. Es musste alles dicke Muckis haben. Das ist sowieso so eine ganz komische Entwicklung, wenn man sich die Actionfiguren anguckt. So, He-Man hat es dann völlig
Anabolika-mäßig getrieben. Aber die He-Man-Figuren sind natürlich mindestens genauso schräg und geil. Aber ich will jetzt nicht über sowas reden. Das mache ich bestimmt mal. Ich werde bestimmt mal zu Gast sein. Wurde ich zumindest gefragt bei Choking Hazard, bei dem Podcast, den der Steven Zuliger macht. Und dann werde ich wahrscheinlich über meine Leidenschaft. Jetzt werde ich dieses Ding hier einscannen. Und werde es dann kolorieren. Das ist aber nicht wirklich spannend, um dabei zuzugucken. Ah! Ich möchte nicht, dass ihr hier jetzt alle saßt und keiner eine Zeichnung bekommt. Also, dass ich niemandem etwas zeichne. Deswegen, liebe 10 Leute im Stream, wer möchte was gezeichnet haben? Was möchtet ihr gezeichnet haben? Sagt es mir. Jetzt ist eure einzige Chance. Danach gehe ich weg. Sagt mir was. Ich mache ein Quickie. Ein Quickie. Ficky, Ficky. Na? Wer möchte was gezeichnet haben? Irgendwas. Sagt was. Kann sein, was auch immer ihr wollt. Ihr habt die Chance. Ich merke jetzt natürlich, dass da eine extreme Verzögerung ist und bis dann einer sich in den Arsch tritt und sagt, okay, dann schreibe ich jetzt schnell was, vergeht ein bisschen Zeit. So lange kann ich meine neuen Tattoos zeigen. Die beiden Vampire gemalt durch meine Kinder. Von meinen Kindern, sagt man, glaube ich, im Holländischen. Im Deutschen. Ich verliere meinen Verstand. Nicht nur meine sprachlichen Fähigkeiten, sondern auch mein Verstand. Ich. Sag mir, was du haben möchtest. El Janu. Was möchtest du gezeichnet haben? Sag's mir. Ich zeichne es. Wenn du schnell genug bist und schnell genug eine lustige Idee rein tippst, weiß ich nicht. Vielleicht so ein Alien, was eine Mülltonne, die eine Allergie gegen Müll hat. Okay. Why not? Dann machen wir das schnell. Okay, ich habe eine Idee.
Ja, die macht Schuhe. Die Mülltonne hat keinen Bock und denkt, ich hau ab. Der kommt mit Müll, ich bin da allergisch gegen. Und er denkt, hey, what the fuck's going on? So. Hallo alle zusammen. Simon inner the house. Es gibt ein paar Sachen, Simon, die ich lernen muss. Wie kann man den Stream benennen? Edit Video. Kann man das, während man Video macht? Ein bisschen Angst. Egal, ich mach das noch nicht. Ich guck mal, ob ich hier... Naja, aber für unsere erste kleine Session, wie ich so schön sage, einen glücklichen Kaum. What the fuck, absolut genial. Hallo, also mal einen fetten Schwanzen. Mal einen fetten Schwanzen. Hallo, Morty auf einem Igelball. Eine Mülltonne, die Energie gemüllt hat. Also wie hat's dem Elijah denn... Ah, ihm hat's gefallen. Kannst, glaub, im YouTube-Video-Manager machen. Schauen wir nochmal. Naja, ich möchte es ja vorher machen, bevor ich live gehe. Es hat übrigens vorhin komisch rumgemacht, aber es hat dann doch geklappt. Ich bin sehr happy, dass es so gut läuft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine, was ich hier sehe, wesentlich später ist, als was ihr seht, weil Simon mir jetzt schon eine Antwort geben hat auf das, was ich, glaube ich, hier noch gar nicht sage. Was ich jetzt erst hier bei meinem mir sage. Gibt es Sinn? Ergibt es irgendeinen Sinn? Aber ich habe auf jeden Fall ein Choking Hazard Männchen gemalt. Und da bin ich sehr happy mit, weil dafür kriege ich ein paar Figuren. so sieht's aus, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr seid morgen alle auf Rocket Beans TV um 5 nach 9 bis 11 Uhr werde ich mit dem Nils zusammen eure Wünsche entgegennehmen. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich werde das Ganze jetzt hier einscannen und kolorieren, aber ich habe mir mal irgendwann gesagt, dass Rob Boss ist nur Handwork und nicht, dass ihr einem Cursor dabei zuguckt, wie ich im Photoshop irgendwelche Sachen mache. Ich möchte euch kurz, wo ich doch hier jetzt auf YouTube, bevor ich abhau, habe ich noch was Schönes für euch. Dieses Buch. Ich habe es mal irgendwann auf Twitch gezeigt, aber dann wurde es wieder lecky. Dieses Buch hat mein Vater mir zu Weihnachten geschenkt. Und das hat er mir gemacht. Und zwar hat er mich gefragt irgendwann mal, was machst du denn da genau auf mit deinen komischen Sendungen und alles. Und dann habe ich ihm das erklärt und dann habe ich ihm ab und zu per SMS Fotos geschickt. Und ich habe da überhaupt nicht gerafft, weil er hat mich dann irgendwann gefragt, wie nennt man das eigentlich, was du da machst? Hab ich gedacht, wie nennt man das? Gibt es keinen Namen für, ist einzigartig. Und dann bekomme ich das zu Weihnachten und da hat er die Fotos. Leider steht nicht immer der Wunsch und der Name desjenigen dabei, der sich das gewünscht hatte. Aber da hat er auf jeden Fall die Fotos in ein Buch gewandelt. Also hier zum Beispiel ein Fisch mit Hut und Anorak hat irgendein 794 Twitch-User gemacht. Und das, diese Technik, liebe Kinder, mit schwarzem und weißem Stift auf grauem Papier, die will ich morgen, das habe ich noch niemandem gesagt, auf Rocket Beans TV auch machen. Also dann wird ein bisschen mehr Zeit sich gelassen. Hier ein Gecko, der Ukulele spielt. Deshalb mit Weiß auf Schwarz ist es nochmal ein bisschen anstrengender. Kienzle hat sich eine fröhliche Spinne mit Stiefeln gewünscht. Dann haben wir hier ein erfreutes Erdmännchen nach dem Verb eines deiner Bilder. Man sieht, das ist eher so ein Fixer-Dinger. Mit Weiß auf Schwarz ist immer schwierig. Chris White hat sich damals ein Freddy Krüger-Hamster gewünscht. Dann ein Lemmy im Himmel. Also der Typ von Motorhead. Dann haben wir hier Angry Schwab hat sich eine kettenrauchende Schildkröte mit Rubik's Cube gewünscht. Kette rauchend müsste ich eigentlich nur eine Zigarette machen, fällt mir gerade auf. Aber hey, wir haben uns vor einer Weile im ICE von Köln nach Frankfurt getroffen und ich habe dich in Mario Kart fertig gemacht. Hey, wie cool. Hallo, freut mich, dich zu sehen. Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich kann mich sehr gut erinnern, dunkles Haar. Und da habe ich übrigens, das ist geil am Switch, das war wie so ein Switch-Spot, so ein Werbespot. Ich saß da, hatte meine Switch gerade weggelegt. Er setzt sich hin, packt die Switch aus und ich so, hey, willst du gegen mich zocken?
Er hat mich sowas von abgesägt, weil ich überhaupt nicht Mario Kart getrained bin. So, damals auf dem Super Nintendo, da hätte ich dir gezeigt, wo der Hammer hängt. Aber nein, dann hier hat sich einer ein Werwolf, da haben sich drei zusammengeschlossen. Der erste geschrieben, mal ein Werwolf. Ich sag, komm, wir müssen ein bisschen mehr machen. Hat Chris White geschrieben, er hat menschliche Beine, also hier. Und Framegeek hat dann geschrieben, er badet sich. Das war also der Werwolf, der sich badet. Dann haben wir hier einen Kühlschrank mit Fressflash. Ich glaube, Ernie mit einem großen, der einen großen Pfirsich hält, zwei Fische vor dem Kaminfeuer, eine gigantische Maus, die einen kleinen Elefanten zertrampelt, es war die Halloween-Show, ein Stuhl, der sein, ein alter Sessel, der eine sitzende Person verschlingt. Und hier hat sich grober Frankensteins Monster, das verliebt, eine Blume anguckt. Eine Polume. Ein Disney-Charakter in deinem Stil. Dann mal ein Kakadu und dann hat Agent geschrieben, der Sushi rollt. Weil Kakadu fand ich selber dann auch wieder zu lame. Übrigens, eins der geilsten Dinger, nämlich das hier, ein Alien in einem Bären, ein Bär, ein Alien, das in einem Bärenkostüm steckt. Das hat er leider nicht mit in das Buch gebracht. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mir ein Mauspad davon gemacht. Hier ein Boy, der eine Mini-Giraffe reitet und dabei den Mittelfinger zeigt. Da habe ich dann mir die Freiheit genommen, aus der Mini-Giraffe eine Art Spielzeug-Mini-Giraffe. Eine fleischfressende Pflanze am Spanferkelgrill. Ich hätte, dass sich herausstellt, dass Donald Trump Alien ist, das die Weltherrschaft an sich reißt. Das habe ich hier. Eine süße Katze für meine Freundin hat sich der Langtreppensteiger gewünscht. Ein Pinguin mit Schwimmflügeln. Eine Blume, die nach Hause kommt und seiner Frau einen Strauß Menschen schenkt. Kann man fast nicht erkennen auf diesem Ding. Ein depressiver Roboter. Das war Scratchboard. Das ist so ein schwarzes Ding, wo man praktisch wegkratzt und dann ist unten drunter weiß. Dann haben wir hier K. Levre, ein Junge auf einem Boot, unter dem ein Seeungeheuer ist. Hat er sich gewünscht. Dann haben wir hier eine Wissenschaftlerkatze mit kleinem Hut. Das war wahrscheinlich ein Mario, der Pilze kotzt. Da hat das nicht mehr draufgepackt. Passt. Und hier haben wir eine übergewichtige Kerze. Ein übergewichtige Kerz, habe ich da geschrieben, die in der Wüste ein Kamel reitet. Dann ein sexy Würfel, der läuft. Schlong, schlong, schlong. Dann haben wir hier einen Astronaut, der auf einem Mann, habe ich viel gezeichnet. Ist ja unglaublich. Und so weiter. Eine Augenbraue, die gezupft werden soll und dann lauthals anfängt zu schreien. Das ist das hier. Und ein Zwerg mit Hut. Und dann noch ein Ding. Haben wir da noch was? Nee. Das war's schon. Und es ist ein sehr großer Scratchboard Eulerich gewesen. So, Kinners. Morgen, wie gesagt, bei Rocket Beans TV um 21.05 Uhr. Stellt euch jetzt schon den Wecker für morgen, damit ihr das nicht verpasst. Ich bin froh, dass es funktioniert wieder, dass das hier ja, was ein schönes Geschenk schreibt, abgefahren. Ich finde auch, ich bin da auch total happy mit, was mein Vater da gemacht hat. Das sind nämlich die schönsten Geschenke, die selbst gemacht. Das war übrigens ein Stream, wo ich mit meiner Tochter zusammen Rob Boss gemacht habe. Und dann irgendjemand sagt, malt euch mal, wie ihr malt. Gibt es bestimmt noch auf YouTube hier. Gibt es bestimmt irgendwo in den Videos, wie ich mit ihr gestreamt habe. War ein schöner Moment. Da kann ich morgen live dabei sein. Wird das was Regelmäßiges? Ja, es wird auf jeden Fall mal dann nächsten Monat wird es auch wieder eins geben und übernächsten. Das ist bis jetzt die Zusage von Rocket Beans. Und ich bin mir sicher, wenn rege Anteilnahme ist, positives Feedback und hohe Zuschauerzahlen, Fanmassen vor der Tür, Frauen, die sich auf die Knie schmeißen. Ach, me too. Entschuldigung, dummer sexistischer Joke. Aber ich glaube, dass es dann auf jeden Fall, warum auch nicht? Warum sollten sie es dann nicht machen, wenn es ein
eine tolle Show wird. Und ich habe da richtig, richtig, richtig Bock drauf. Da kann ja nur mit Nils abgefahren. Ich sag euch mal was. Ich sag euch ein Geheimnis. Und darauf freue ich mich. Das werde ich auch morgen outen. Ich kenne Nils überhaupt nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich gucke ja selber nicht viel. Ich habe 3 Kinder, habe viel Scheiße zu machen. Ich gucke ja nicht viel Rocket Beans TV. Wenn ich was gucke, dann muss ich wegen Zelluloide Filme gucken. Wegen dem Filmpodcast. Oder Serien. Aber das Einzige, was ich von ihm kenne, ist das Video mit He-Man. Aber ich habe schon von vielen Leuten gehört, oh, mit Nils, das wird cool. Und ich habe ihn einmal bei Rocket Beans kurz, als ich da war, ich weiß gar nicht, wann das war, als ich die Show gepitcht habe, habe ich ihn kurz in der so, ah ja, doch, ich kenne dich irgendwann und so. Und ich kannte ihn natürlich vom Sehen her und von irgendeinem Rocket Beans Trailer. Bevor Rocket Beans überhaupt losging, hatten die so einen Trailer, wo sie sagten, hey, Rocket Beans, das ist Zombies, das ist dies, das ist das. Da habe ich ihn gesehen. Sonst kenne ich ihn null. Keine einzige Show oder irgendwas gesehen. Und deswegen freue ich mich, weil das ist doch interessant, wenn man vor der Kamera sich praktisch kennenlernt. Also ich ihn dann so ein bisschen fragen kann und er mich fragen kann, was wir so machen. Es wird auf jeden Fall lustig. Ich glaube, dass es lustig wird. Ich freue mich. Dann mach dich mal auf was gefasst. Ich dachte immer, der Ede wäre der Verrückte bei den Rocket Beans, weil der sich so geil Grumpy Ede machen kann. Aber jetzt freue ich mich ja noch mehr, wenn der Nils so ein lustiger Genosse ist. Okay. Vorsicht, Anthony, wegen sowas kann man gesperrt werden. Also man kann auch, wenn man in Gruppen oder sowas Schweinereien postet, kann man von Facebook zeitlich gesperrt werden. Habe ich letztens erst mitgekriegt, als nämlich, und zwar ohne, dass irgendjemand reportet. Also zumindest gehe ich schwer davon aus, dass niemand aus der Gruppe, wo einer gemeldet wurde, reportet hat. Das sind nämlich alles Menschen, die mit einem kleinen Dirty Joke leben können. Ach komm, ich mache noch einen. Ich hau noch einen raus. Einfach, weil es praktisch heute die erste YouTube-Premiere ist. Jetzt dürft ihr wieder lustige Ideen zum Besten geben und die werden dann gezeichnet. Und ich weiß, es dauert jetzt wieder ein bisschen, weil YouTube ja so 20 Sekunden oder so. Hey, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal einen Test, einen Lag-Test. Und zwar, passt auf, ihr schreibt das Wort, was ich sag, wenn ich jetzt auf Start drücke, schreibt ihr sofort in die Kommentare. Macht euch bereit für die Kommentare. 1, 2, top! Also ihr sollt top schreiben. Jetzt bin ich gespannt, wie lange es dauert. Sehen wir jetzt, die Stoppuhr läuft. Top. Okay, 14 Sekunden. Damit kann ich wirklich gut leben. Danke, 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 danke. Machst du einen Rob-Boss? Ja, es ist ein Rob-Boss mit Nils, ein Rob-Boss mit Simon und ein Rob-Boss mit Etienne geplant. Ein YouTube-Logo, welches ein Twitch-Samurai, der gegen einen Strauß kämpft. Das ist ja genial. Ein Samurai, der gegen einen Strauß kämpft. Solche Sachen machen mich an. Sorry, mehr als ein YouTube-Logo, was ein Twitch-Logo frisst. Zumal ich ja jetzt kein Twitch-Hater bin oder so. Ich werde heute einen Salat essen gehen. Ich hatte so lange, Entschuldigung, nur noch Bock auf Comfort Food. Und ich hatte schon Angst, werde ich mal überhaupt wieder Bock haben, mich gesund zu ernähren. Also ich muss mir ganz kurz mal angucken, wie ein Samurai überhaupt aussieht. Die haben doch so, haben die nicht auch, ach so, die haben so Helme. Gut zu wissen. Ich dachte, die hätten so hochgebundenes Haar oder so. Ich muss mir mal kurz einen Samurai hier angucken in Großalter. Hatten die, die haben aber auch so hochgebundene Haare. Ich glaube, ich nehme so einen mit hochgebundenen Haaren, weil sonst sieht man ja gar nicht, wie er gegen den Strauß kämpft.
Muss ich kurz. Katana. Ah ne, ein Katana hat, glaube ich, eine spitze Klinge, eine stumpfe Klinge, ne? Vorne. Spoiler mal, es nimmt kein gutes Ende für den Strauß. Und ich sage euch auch mal warum. Weil Strauß, Vogelstrauß, ist das größte Arschlochtier der Welt. Und ich sage euch auch mal warum. Weil als ich fand Vogelsträuße immer sehr unsympathisch. Waren einfach unsympathische Viecher, so irgendwie von allem her, ja. Und ich habe gedacht, hey Philipp, und ich rede wirklich hier von sehr klein. Ich war wirklich sehr jung. Ne? Und ich habe mir gedacht, hey Philipp, du hast einfach Issues mit dem Vogel. Der will dir überhaupt nichts tun. Der ist einfach ein ganz lieber. Der sieht halt einfach nur aus wie ein Arschloch. Und dann bin ich in die im Zoo gewesen. Und I shit you not. Der Vogelstrauß hat mir, als ich ihn versucht habe zu streicheln, in den Finger gebissen. Was ein Arschloch, oder? So, und tja, und deswegen finde ich, darf er zumindest jetzt in meiner Kunst hier böse leiden, finde ich. Findet ihr nicht auch? Und deswegen kriegt er jetzt so richtig eine auf die Fresse. Und denkt so, oh shit, ich wollte doch mit dem... Also der Kampf ist sehr einseitig, gebe ich zu. Aber der Samurai, der hat halt einfach die Geschichte mal gehört von mir. Und ja... Kaboom! Chaka! Ich weiß gar nicht mehr, wer das... Eigentlich schreibe ich ja immer dazu, wer sich das gewünscht hat. Emus sind noch gemeiner, glaubt mir. Alles klar für die Info. Warte mal kurz. Weißt du, bei YouTube-Streams auch... Oh, warte mal, wo sind wir denn? Hier ist ja eine Menge passiert. Blumenstrauß wäre... Ah, was ist deine Beziehung zu Budi? Budi finde ich sehr sympathisch. Habe ich auch schon öfter gesprochen und war ja auch in dem Bonjour, als ich damals mit dem Roman wegen Happy Day zu Gast war, war der auch da und hat mit uns dieses, wie heißt denn das nochmal, Battle Knights oder sowas, egal, war sehr geil.
Also, was ist deine Beziehung zu Buddy? Mit der Samurai braucht er nur einen winzigen Schnitt machen und der Strauß ist tot. Unfair. Unfair. Hashtag unfair. Mr. Nix hat von Trump gelernt, wie man eine Punchline formuliert. Blumen oder Vogelstrauß? Halt mal, ich habe Vogelstrauß gelesen, oder? Dann, weißt du, bei YouTube-Streams, Blumenstrauß wäre auch interessant. Engelbert Strauß, Strauß Innovation. Ich verstehe die Frage nicht. Abgefahren. Weißt du, ob bei YouTube-Streams auch Lieder, die nicht license-free sind, teilweise gemutet werden, wie bei Twitch, also in den Replays? Ja, sorry, kam aus Versehen aus Senden. Motorengeräusche werden schon mal nicht gemutet. Abgefahren, Simon P., nicht automatisch. Der Stream wird dann meistens auf nicht monetarisierbar gesetzt oder der Rechteinhaber des Liedes darf Anzeigen schalten. Oh, klar, dann thanks für die Information. Selber in Einstellung die betroffene Stelle muten, wenn das Video nicht länger als 2 Stunden geht. Emos sind noch gemeiner. Ich wurde als Balg mal von einer Ente gebissen. Da ist ein Biss von einem Vogelstrauß doch etwas spannender. Oh ja, die Maid Night, genau, Folge war super, danke. Von einer Ente gebissen. Da konntest du dich aber in vielen China-Restaurants besuchen, revanchieren und es dir schmecken lassen, oder? So, Kinders. Ach, ey, es ist so gut. Es ist so gut, dass es wieder funktioniert. Och, Simon, tausend Dank. Echt, ohne Scheiß. Er hat sich so viel Zeit genommen hier und wir wussten die ganze Zeit nicht, dass es Twitch war oder mein OBS und Twitch. Irgendwas ist da seltsam gewesen. Aber wenn wir das dann restreamen, dann werdet ihr auf Twitch dabei sein können und auch auf YouTube. Und das ist doch schön. Könnt ihr mich abonnieren? Und ich habe schon 6 Likes bekommen, das mag ich doch auch. Das Einzige, was bei YouTube natürlich ist, dass nicht mal so jemand eben spenden kann. Er müsste eher rein theoretisch auf Twitch gehen, spenden oder abonnieren und würde es dann auf YouTube sich angucken. Nee, halt mal. Er guckt dann natürlich auch auf Twitch. Was für ein Blödsinn. Egal. Aber es ist so geil. Ich finde super, dass es wieder funktioniert. Ich bin sehr glücklich und ihr werdet mich jetzt öfter sehen. Und ihr werdet mich morgen sehen. Schaut morgen vorbei bei Rob Boss auf rocketbeans.tv, ist glaube ich die URL. Macht doch einen Spendenlink in der Videobeschreibung. Ja, kann ich machen irgendwann. Mache ich auch vielleicht irgendwann. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich kann mich wieder nicht losreißen. Ich kann mich wieder nicht losreißen. Ich habe euch einfach so lieb. 14 Leute, einfach jetzt so die Tür zu hauen. So, hallo, wir kaufen nichts. Aber ich muss auch noch hier die Choking Hazard Geschichte fertig machen. Dafür bekomme ich einen tollen Karton mit verschiedenen Figuren. Ich wünsche euch was. Bis dann.